Hallo und Glück auf zu einem weiteren Legendentalk nach dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf, Kandidat für die erste Bundesliga und Schalke trennt sich schiedlich friedlich 1:1. Darüber reden wir heute wieder, unsere Legenden zusammen. Klaus ist wieder da, Klaus Fischer, hallo und Rüdiger Hallo. Abramczyk, hallo und Glück auf. Glück auf. Ja, 1:1, die einen sagen Punkt gewonnen, die anderen sagen 2 Punkte verloren. Wie habt ihr denn erstmal das Spiel insgesamt gesehen? Ja, ich würde sagen, 1:1 ist für mich ein gerechtes Ergebnis. Ich habe eigentlich von einer Mannschaft wie Fortuna Düsseldorf, die die Chance haben, nach oben zu kommen, in die Relegation und so weiter, habe ich da mehr erwartet, muss ich ehrlich sagen. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Und auch sie haben einen Torjäger, der 18 Tore gemacht hat bis in der Saison. Hat er überhaupt gespielt? Weiß ich gar nicht. Kann ich gar nicht sagen. Wie der heißt und welche Nummer der hatte, kann ich gar nicht sagen, weil ich nichts gesehen habe. Und deswegen, mit dem Punkt können wir leben in unserer Situation, haben jetzt die Möglichkeit, ja, in den nächsten 2 Spielen alles klar zu machen. Ich glaube ja auch nicht, dass wir noch in Schwierigkeiten kommen. Und für Schalke 04 heißt es jetzt eben Planung für die nächste Saison. Und da können wir auch drüber reden, was gemacht werden müsste. Schon einen Schritt weiter, aber Ja, der Klaus ist Schritt weiter. Ich sehe das so ein bisschen anders. Ich fand, Düsseldorf hat nicht schlecht gespielt. Düsseldorf hat, sagen wir mal, 10% besser gespielt als unsere Mannschaft. 10%. Weil ich habe den Eindruck gehabt, dass Düsseldorf schon noch die besseren Chancen hatten und Müller wieder hervorragend gehalten hat. Das muss man einfach sagen. Der hat 2, 3 Sachen super rausgeholt und da können wir eigentlich ihm wieder danken, dass wir das Unentschieden gehalten haben. Und Düsseldorf hat gar nicht so eine schlechte Mannschaft. Du hast ja gesehen, wie der Japaner reinkam. Wie der reinkam, der macht ja das 1:1. Das ist schon ein Fußballer, der fehlt denen natürlich auch schon seit 3, 4 Wochen, weil er, glaube ich, eine Operation hatte, eine Blindenoperation. Und man sieht, wie der reinkam, da lief das Spiel auf einmal schon wieder ein bisschen anders. Also, ich fand das Spiel jetzt von Düsseldorfer Seite nicht so Ja. schlecht. Es waren ein paar Szenen, Klaus, wo Schalke natürlich auch Chancen hatten, aber nach dem 1:0 vom Karaman habe ich das Gefühl gehabt, dass wir uns wieder so ein bisschen zurückgezogen haben, nicht mehr weiter nach vorne gespielt haben, das Spiel so ein bisschen, ja, vielleicht wollten wir auf Konter spielen, aber wir haben nicht mehr viel gemacht. Wir haben uns nur noch zurückgezogen und haben vielleicht gelauert, dass wir vielleicht das eine oder andere mal machen. Mir gefielen die vorher, als wir vorher ein bisschen offensiver gespielt haben, besser. Ja, aber unsere Mannschaft hatte nicht diese Sicherheit überhaupt in dieser Situation, wo wir sind, hat die Sicherheit nicht, um weiter nach vorne zu spielen. Sie waren erstmal zufrieden, dass es erstmal 1:0 stand und abwarten und mit Konter. Mit wem wollen wir kontern? Ne? Das muss man mal erklären. Ja, deswegen haben wir Und uns weder mit zurückgezogen. Terode noch mit Dobken wir kontern. Und deswegen, ja. Aber das hat Weil. Karaman in seinem Interview auch gesagt. Er selber als Spieler hat gesagt, nach dem 1:0 haben wir uns wieder zurückfallen lassen und haben das Spiel nicht mehr gemacht. Wir haben Düsseldorf kommen lassen und die haben auf einmal angefangen, die waren ja auch geschockt nach dem 1:0, das muss man ja auch sagen. Da haben die auch nicht mit gerechnet, dass die hier 1 in Rückstand gerechnet, weil die haben ja vorher, haben die gar nicht so schlecht gespielt, die haben ja ein größere Chancen gehabt. Aber Karaman sagte selber, ja, stimmt, wir haben uns wieder zurückfahren lassen. Hätten wir wahrscheinlich nicht machen sollen, wir hätten aufs zweite Tor gehen müssen. Das sagte er auch und ich habe es auch so gesehen, Das wenn ist ich ja ganz wieder die ehrlich bin. Absprache zwischen Mannschaft, Trainer und so weiter, was da abläuft. Ich weiß ja selbst, in der Spielersitzung werden ja verschiedene Dinge angesprochen, um die dann so auszuführen. Und wir haben eine Situation jetzt, dadurch, dass die anderen auch nicht gewonnen haben und so weiter. Ja.
bin ich überzeugt von, es passiert für Schalke 04 nichts mehr. Und deswegen, da muss man, ja, die Planung für die nächste Saison, und da muss man ansetzen, was haben wir, was brauchen wir. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die Zeit ist jetzt dafür da. Wo so der Schuh drückt, ist vorne. Wir haben einen super Torwart, ist einer der besten, vielleicht nicht sogar der beste Torwart. Auf jeden Fall zur Zeit, ja. Haben mit Kallas hinten einen Innenverteidiger, ja, der konnte jederzeit überall spielen. Und noch den Karaman, eine Garantie. Ja, wenn diese Tore, die er gemacht hat, das. Und darum muss man, das sind nur ein oder zwei andere auch noch, um eine Mannschaft aufzubauen, die in der Lage ist, auch aufzusteigen. Aber im Moment, da hapert es noch. Und bei Schalke 04, das sagen wir alle, HSV, die gehören in die Bundesliga. Wir sowieso. Wie lange können wir uns das erlauben, in der zweiten Liga zu spielen? Und deswegen ist es eine Aufgabe, eine große Aufgabe für unseren Verein, dementsprechend Leute zu finden, die nicht teuer sind, weil Geld ist nicht da. Oder wir finden jemanden, der investiert. Weil ohne Geld, ohne Moos, nichts los. Das haben wir immer gesagt. Und es ist so. Wer kein Geld hat, ja, wie soll das funktionieren? Das muss mir einer erklären. Kein Geld, kann keine guten, jungen Leute. Ich will keine alten Leute, die können wir nicht gebrauchen. Wie willst du die holen, wenn du nicht mehr viel hast? Du musst schauen. Und das ist eine Mammutaufgabe für unseren Verein. Und da muss ich ehrlich sagen, da bin ich gespannt. Also ich würde vielleicht noch ein bisschen was zum Spiel sagen. Also ich möchte da so ein bisschen drauf hingehen. Wir haben, der Klaus hat gesagt, die Abwehr stand vernünftig eigentlich hinten. Ja, Ojan, der hat auf der linken Seite für mich also auch ganz gut gespielt. Yusuf davor, ja, weiß ich nicht so richtig. Also wie gesagt, der hat für mich keinen richtigen Abschluss. Paul Serguin, Paul, top, absolut top gespielt. Und alleine schon deswegen ist das für mich einer der besten Spieler mit Müller zusammen gewesen. Diese beiden Szenen, was der rechts gemacht hat, wie der zweimal hintereinander einen Verteidiger ausgespielt hat, das habe ich seit Jahren hier nicht mehr gesehen. Seit Jahren. Und deswegen ist mein Herz aufgegangen, als er das gemacht hat. Und die Flanke noch super reingeschlagen hat und. Und dann frage ich mich natürlich immer, meine Güte, Junge, du kannst sowas. Eigentlich müsste der auf der rechten Seite oder als Verteidiger spielen und dann raufrennen und runter und außen vorbei und die Bälle reinschlagen. Das war so eine geile Szene, oder die beiden Szenen, die der da gemacht hat, wo der Verteidiger wusste gar nicht, wo der hingelaufen ist. Und das vermisse ich so ein bisschen, aber man kann mal sehen, was das für ein geiler Fußballer ist. Vielleicht spielt der meiner Ansicht nach nicht so richtig auf der Position, was er wahrscheinlich woanders viel besser spielen könnte. Also ich war begeistert. Ich habe nur diese beiden Szenen und ich habe gesagt, Paul, der hat auch vorher gut gespielt, muss man dazu sagen, aber auf dieser rechten Seite, wo wir seit Monaten rumschimpfen und machen und tun, vielleicht hätten wir den auch mal als Verteidiger spielen lassen sollen und im Mittelfeld, was weiß ich, einen Tempelmann reinnehmen müssen, der auch da von seiner Geschwindigkeit schnell ist und. Also da war ich richtig begeistert. Also Hut ab. Also das sollte sich unser kleiner Yusuf mal anschauen, ja, wie man außen vorbeigeht, weil er ist ja auch schnell. Aber dann hat man mal gesehen, in was für eine Bewegung der außen vorbeigekommen ist. Und Yusuf, bitte tu mir einen Gefallen, geh auf YouTube und drück mal drauf und guck dir das Spiel an und dann kannst du mal sehen, wie man an Leuten vorbeigeht. So, das war eigentlich das, was ich nochmal sagen wollte. Das lag mir, ja, aber das, entweder guckt man ein bisschen was ab oder nicht. Also wenn ich auf so einer Position spielen würde, würde ich nur gucken, wer was gut gemacht hat. Und das würde ich vielleicht probieren nachzumachen. Aber das war schon top, das muss man sagen. Gut, ich halte mir
aus dem total raus, weil die sehen das im Training, die besprechen alles und dementsprechend wird dann aufgestellt. Ja, ich will ja nur damit sagen, Klaus, dass der das super kann, das habe ich ja sonst nie richtig von ihm gesehen. Du darfst ja nicht vergessen, der rennt im Mittelfeld auch rum, kommt auch nicht viel zu wenig für seine Qualität, glaube ich, viel zu wenig zum Abschluss. Ja? Und wenn ich dann sowas sehe, was der hier außen rechts gemacht hat, dann frage ich mich nur, Junge, hör mal, hallo, die Saison ist zu Ende, da hättest du die ganze Saison spielen können. Also das war für mich richtig gut, richtig gut. Und aber auf der Position, die ich spiele, habe ich ja immer die Möglichkeit, das auch zu tun. Egal, ob ich im Mittelfeld, muss er mich ja auch vom Gegner lösen, durch Bewegungen, durch Läufe und so weiter. Ob außen, im Mittelfeld, spielt alles keine Rolle. Dann mache ich das auch Spieler selber. Da braucht mir keiner was sagen. Ja, aber das Problem ist ja, wir haben ja über Monate gesagt, wer kann rechter Verteidiger spielen? Der ist in der Defensive verhältnismäßig stark. Der ist langsam, ist er auch nicht. Und was er ist, also ich war begeistert. Ich bin immer noch begeistert von der Sache, was der da rechts gemacht hat. Und deswegen hätte man das vielleicht auch mal ausprobieren können. Ja, also man hätte da wahrscheinlich den einen oder anderen. Der Suppi, der tut mir leid, der geht nicht nach vorne, da ist nicht hinten. Das ist so ein Zwischending. Wie so ein Mittelfeldspieler, der sich im Mittelfeld aufhört. In der Defensive ist er auch nicht so stark. Offensiv hat er keine Kraft für, nach vorne zu laufen. Ja, also das ist so ein Spieler, den du zur Zeit, sag ich mal, gebrauchen kannst, aber nur für die Defensive. Aber für die Offensive, dafür hat er keine Kraft, dafür hat er keine Kondition. Und deswegen ist die rechte Seite eigentlich Die Kondition kann es ja in Zukunft nicht sein, wenn der die Vorbereitung alles mitmacht, die Vorbereitungsspiele, da hole ich mir die Kondition, die ich brauche, wie die Position. Na gut, aber der hat ja im anderen Verein auch trainiert. Also, der war verletzt, ne? Ja, gut, verletzt. Dann hätte ich ihn nicht holen dürfen, wenn ich weiß, dass er verletzt ist. Ja, also da hätte ich dann braucht es ja keinen Spieler zu holen. Man ist in einer Situation gewesen, wo man gehofft hat, könnte was ergeben. Wie gesagt, ich glaube, man muss sich jetzt zusammensetzen und für die Zukunft planen. Das, was wir jetzt abgeliefert haben, wo wir stehen, das war nichts Dolles, gar keine Frage. Schalke 04 gehört nicht da unten hin. Aber wenn du Spiele verlierst und nicht gut spielst und so weiter, da hast du ja nichts anderes verdient. Und jetzt sind wir so weit, dass wir planen können für die nächste Saison. Und es ist ja immer so, egal wo Schalke 04 spielt, die spielen gegen Schalke 04. Und alle Vereine geben da alles, um eben Schalke 04 zu schlagen. Und deswegen musst du schauen, dass du eine Truppe zusammenstellen kannst, die nach vorne gut agieren kann, die Chancen herausarbeiten kann, die gute Flaggen schlagen kann, alles das gehört dazu. Und die spielen... Aber wie hast du gerade noch gesagt? Ohne Moos nichts los? Ohne Moos nichts los, das ist ja die Schwierigkeit. Das ist die Schwierigkeit. Deswegen muss man auch da schauen, wo gibt es da Möglichkeiten. Also es würde ja Möglichkeiten geben, eventuell, man weiß ja nicht. Sagen wir mal, zum Spiel würde ich gerne noch mal 2 Sekunden kommen. Also es war ja das große, nach 95 Minuten, dass da ein großes Geschrei hier im Stadion war. Wir waren also auch oben hier in der Loge bei unserem Freund Ender. Und ich habe gleich sofort gesagt, das ist kein Elfmeter. Es ist kein Elfmeter. Also ich fand das auch vom Schiedsrichter eigentlich... Ja, ich sag mal, ziemlich frech hinzugehen, dann sofort die rote Karte zucken, ja, gelb-rot hat er gegeben. Das fand ich, das habe ich gesagt, nee, also sowas macht man eigentlich nicht, weil es war kein Elfer. Aber ich verstehe auch nicht, weil er steht eigentlich so hinter der Schiedsrichter, soweit wie ich jetzt wieder gesehen habe, steht er doch ziemlich blank und konnte das sehen. Und es war natürlich, klar wäre es super gewesen, wenn wir einen Elfmeter gekriegt hätten, aber das war keiner gewesen. Das habe ich von vornherein gesagt, der hatte nichts getan, der Junge, der da stand neben ihm. Und das wäre auch für mich so ein
so ein schäbiger Sieg gewesen, da wenn wir den reingemacht hätten. Gut, dadurch wären wir natürlich durch gewesen, glaube ich auch, wenn wir die beiden Punkte noch kassiert hätten. Aber ich glaube, das will ich nicht und das möchte ich auch nicht, so einen Elfmeter haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann warten wir lieber, schlagen wir nochmal Osnabrück, wo Osnabrück meiner Ansicht nach 1-1 in Magdeburg gespielt haben. Die kämpfen immer noch, komischerweise, aber die kämpfen auch wahrscheinlich nicht nur um den Klassenerhalt, also es geht ja auch nicht mehr, aber da will der ein oder andere sich zeigen lassen. Und das, die haben zwei, drei gute Jungs. Die haben vorne mit dem Engelhardt, diesen Stürmer, den ich persönlich gut finde. Wenn wir absteigen, sollte man hier von unserem Verein mal drauf gucken, ob der nicht auch hierhin passt. Wir haben ja dann auch noch das ein oder andere, bleibt Karaman überhaupt hier? Das ist ja auch die große Diskussion. Er ist 30, will natürlich einen anständigen Vertrag haben. Und hinter dran, Bülter ist auch gegangen, der auch eine gute Saison gespielt hat und ist trotzdem gegangen. Hat man ja auch Verständnis für die Jungs, wenn sie da mit 30 nochmal einen vernünftigen Vertrag haben wollen. Und deswegen hoffe, dass Karaman hier bleibt. Und dass man dann eben um Karaman, weil Terodde weiß ich nicht, ob der noch ein Jahr zweite Liga macht, aber ich glaube, da müssten wir auch schon Alternativen für langsam haben. Ja, der Meinung bin ich auch, da wir unterwegs sein müssen, nicht erst seit heute, schon längere Zeit, um schauen, weil ja, andere Vereine sind auch hinter schnellen, guten Jungs hinterher. Und ich weiß nicht, mit wem wir uns unterhalten haben, einen schnellen Mann würde ich immer holen, weil den kann man sich herrichten für nächsten Jahre. Jung und schnell. Und deswegen ist es ganz wichtig, weil durch viel Training, durch viel Gespräche und so weiter, kann ich mir den so hinbauen, dass er ein ganz wichtiger Mann ist für unsere Mannschaft. Aber, ich habe es auch immer gesagt, einen langsamen Spieler, Finger weg, weil der bringt dich nicht weiter, egal wo der spielt. Ja? Und das sind einige Leute, um die man diese Mannschaft aufbauen kann. Ja? Und die habe ich schon ein paar Leute angesprochen. Und jetzt wird sich zeigen, zu was wir in der Lage sind. Ja, ich habe jetzt die U23 gesehen. Die haben 3-1 in Gütersloh gewonnen. Und der Madi hat wieder ein Tor gemacht. Also ich finde den Jungen auch gut. Die müssten den eigentlich raufziehen und dem vielleicht, wenn wir hier gerettet sind, auch mal reinschmeißen. Einfach mal sagen, komm, jetzt mach mal. Das ist ja die Aufgabe, meiner Meinung nach die Aufgabe vom Trainer, wenn es klar ist, dass man probiert. Nicht nur zuschaut, was sie in der Regionalliga machen, sondern was macht ihr bei uns. Wenn sie oben spielen, gegen bessere Gegenspieler. Ja, da kann ich mir vorstellen, ich würde das probieren. Und ich glaube, das macht auch unser Trainer. Der wird die Jungs reintun und sie ausprobieren. Wie vereint er sich? Offenbar. Drei sind ja schon mal drin seit Anfang der Saison. Van der Sloot, der jetzt auf der rechten Seite auch zum Einsatz kam und das auch gut gemacht hat, finde ich. Gerade in diesen wuseligen Situationen gegen Düsseldorf war am Ende richtig viel. Also da ist schon Potenzial. Und wie du sagst, Rüdiger, in der U23 schlummern auch noch ein paar, die hochgezogen werden können. So, der Klaus sagt, wir sind durch. Ich sage, wir brauchen noch einen Punkt. Also, ich bin auch deiner Meinung. Ja, es wird auch schwer werden, glaube ich, jetzt hier in Osnabrück. Also die Osnabrücker und dann an dieser komischen, in dem kleinen, schönen, kleinen Stadion, da ist der Teufel los. Und wenn Schalke da spielt, wir haben früher da auch mal gespielt, du weißt, da wackelt die Bude. Ja, also das ist so, würde ich sagen, so ein richtiges, geiles Stadion, ein richtig schönes Fußballstadion. Und da muss man schon Gas geben. Aber ich glaube, unsere Mannschaft hat zurzeit sehr viel Selbstvertrauen geholt. Und dadurch, dass sie da jetzt höher gekommen sind, ist es natürlich auch ein bisschen beruhigender in der Mannschaft. Ich gebe dir trotzdem, du bist ja unser Zähler, sag ich mal,
seit Monaten zählt zu uns ja immer alles vor und du hast auch bis jetzt immer richtig gelegen. Ja, bis auf den Aufstieg. Ja, bis auf den Aufstieg bist du, sonst hast du immer richtig gelegen. Aber einen Punkt, Klaus, gebe ich dir recht, den müssen wir auch noch holen und das werden wir auch entweder am Samstag oder am Spiel am Samstag oder Sonntag. Samstag oder spätestens hier gegen Rostock. Also den Punkt werden wir holen. Es wäre fatal, wenn wir jetzt sagen würden, naja, wir sind durch, wir können das locker an. Nein. Osnabrück wahrscheinlich um Sicherheit abgestiegen, aber sie spielen gegen Schalke. Was ich eben auch wieder erwähnt habe, ist es für die ein anderes Spiel, wenn zu Hause, die haben ein volles Stadion wahrscheinlich, ja, obwohl sie schon abgestiegen sind. Voller Dinge. Ja, und deswegen darfst du das nicht auf die leichte Schulter nehmen, so, ja, das schaffen wir schon. Nein. Man braucht sich ja bloß zurückerinnern an gute Mannschaften, die nur halbherzig in die Spiele gehen. Da gewinnst du gegen andere Mannschaften, die alles gibt, dann hast du Probleme. Und deswegen dürfen wir nicht nachlassen, aber so viel Selbstvertrauen haben zu sagen, wir fahren nach Osnabrück, um nicht zu verlieren. Wir wollen gewinnen. Und dann müsst ihr das auch schaffen, weil sollte man in Führung gehen, ja, der Gegner ist abgestiegen, dann macht er auch nicht mehr alles. Ja, dann wird das Spiel wahrscheinlich einfacher werden. Aber von Anfang an nicht. Deswegen glaube ich schon, dass unsere Mannschaft und Verein, die damit zu tun haben, dass die das auch wissen und denen mal klipp und klar sagen, was muss ich, weil einige Spieler müssen ja doch für die nächste Saison. Das ja, die müssen ja, es geht ja hier um Verträge. Und wenn er das zeigt, ja, dann kann ich ihn dann später darauf ansprechen, hallo, du hast das gezeigt, was ist los? Ja, all diese Dinge passieren dann und aber wichtig ist schon mal, dass Schalke in die vierte, dritte Liga, da darf ich gar nicht dran denken, ehrlich nicht. Ja gut, da haben wir ja lange drüber nachgedacht. Und die Jungs haben sich da unten rausgekämpft mit dem Trainer zusammen, da muss man auch sagen. Das ist natürlich dann auch, im Endeffekt kann man ja gar nicht planen, weil der Trainer ja auch nicht weiß, gehe ich weg, gehe ich nicht weg. Ja, ich sag mal 50-50 ist es zurzeit. Und wenn Gerrits weggehen sollte, musst du ja dann auch einen Trainer holen. Den musst du ja auch wieder schnell holen, weil der hat ja auch seine Art, Fußball zu spielen. Danach musst du eventuell auch wieder Spiele einkaufen und. Also ich würde jetzt, meiner Ansicht nach, wenn ich Wirmuth wäre, jetzt auch klipp und klar mit Gerrits sagen, so, entweder hier bleiben oder gehen. Wenn du gehst, wollen wir die Kohle haben, ja, von Brügge, das ist so. Du hast noch einen Vertrag, aber wenn sie dich rauskaufen wollen, her damit und dann gehst du. Weil jetzt musst du schon langsam planen, wie du ja gesagt hast, Klaus. Aber man muss aufpassen, dass man nicht Spieler plant und man hat einen ganz anderen Trainer nachher. Und der Trainer sagt dann, ja, dann habe ich aber mit der Mannschaft, also die habe ich ja nicht zusammengestellt. Also da muss ich jetzt erstmal gucken. Ja, und das ist wieder ein Riesenproblem. Also muss der Verein eigentlich mal hergehen und sagen, so, was ist jetzt mit dir? Bleibst du hier oder nicht? Und das muss spätestens, wenn wir da einen Punkt jetzt in Osnabrück holen, davon bin ich auch überzeugt, und dass wir dann nichts mehr mit zu tun haben mit dem Abstieg, dass man dann so schnell wie möglich mit dem redet. Also man kann jetzt nicht immer sagen, ja, nächste Woche, und dann haut er am letzten Spieltag ab, dann ist Ferien, dann ist die Europameisterschaft, dann wirst du keine Trainer irgendwo erreichen, was weiß ich, und dann hast du ein Problem nachher. Also so einfach ist es. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht besprochen haben schon. Er hat sich unheimlich engagiert unten und das sieht nicht danach aus, dass er abhauen würde, sage ich mal so. Und natürlich muss da klar gesprochen werden, was ist los? Ja, weil sie planen muss man schon. Und deswegen... Er ist ja auch ein Familienvater, Klaus. Ha? Seine Frau ist in Belgien, seine Kinder sind in Belgien, er hängt hier im Boer rum. Ja, geht immer ab und zu mal eine Pizzeria essen, habe ich mal jetzt ganz bohrt erzählt, dass er jetzt ein Pizza essen war. Also der hängt dann auch wahrscheinlich alleine rum und das ist manchmal nicht ganz so einfach, wenn er ein Familienvater ist. Ist ein Katzensprung. Ja, dann soll er seine Familie rüberholen, dann sollen sie ihn
sollen sie ihm ein schönes Haus geben für seine 5 Kinder und dann ist auch gut. Ja, bei mir war es was anderes, als ich hier hinkam, 700 Kilometer nach Hause. Aber hier, da wie viele Kilometer sind ja, aber das? Du kannst ja nicht immer die Kinder sind ja in der Schule und. Also wie auch immer, wir brauchen ja gar nicht drüber diskutieren. Nee. Wir hoffen einfach nur, dass wir... Für mich ist das wichtig, dass wir Osnabrück schlagen oder Punkte und dass wir da raus sind, dass wir den Kopf frei haben und dann soll der Verein mal zusehen, wie die Planung ist und Schluss aus. Für mich auch und es kann nicht sein, dass wir 6 Jahre oder was hier wieder HSV in der zweiten Liga rumtun als Schalke 04. Bei 180.000 Mitgliedern, bei jedes Stadion, ein tolles, das beste Stadion überhaupt, immer volle Ränge. Ja, hallo, die Leute sehnen sich nach Bundesliga, aber nochmal, du musst eine funktionierende Mannschaft haben, die in der Bundesliga bestehen kann. Und dafür? Und du musst ja auch. Ja, du möchtest natürlich Geld und gute Spieler holen und dann. Nichts zu und du darfst ja auch nicht vergessen, es rutschen noch ein paar gute Mannschaften wieder runter. Und im nächsten Jahr ist es sehr, sehr schwierig, wieder aufzusteigen. Hamburg ist auch wieder drin, Hamburg wird auch was investieren, die wollen auch raus. Ja, also du hast dann schon noch ein paar gute Knaller wieder drin, wo du, auch Berlin gehe ich mal von aus, die werden auch immer besser. Also das wird schon sehr spannend werden in der zweiten Liga, aber die Garantie, dass du im nächsten Jahr da aufsteigst, ich persönlich habe auch gesagt, ich würde es nicht machen, ich würde noch eine Saison probieren, in der zweiten Liga zu bleiben, in der jungen Mannschaft, aber nicht in dem Bereich, wo wir uns jetzt befinden, dass unsere Jungs im Stadion sich hier alle vor Angst in die Hose machen, dass wir in der dritten Liga absteigen, das wäre eine Katastrophe. Also das wollen wir nicht mehr, wisst ihr Bescheid. Ja, ich will auch sagen, dass wir... Haben wir noch Zeit, René, oder ist... Der Klaus kann immer. Eine funktionierende Mannschaft, die in der Lage ist, die in der ersten Bundesliga zu bestehen. Ja, weil es nützt ja nichts, wenn du aufsteigst mit einer Truppe, die nicht in der Lage ist, in der ersten Liga zu bestehen. Da steigst du wieder ab. Das darf nicht. Das darf nicht sein. Weil da gehen dir die guten Leute... Das hast du gerade wieder gedacht. Ohne Moos nichts los. Ja, das ist mein ganz großes Problem. Wenn wir einen Spieler haben, der vielleicht gut ist, ob es ein ausländischer Spieler ist oder ein deutscher Spieler, dass wir nicht in der Lage sind, dazu zu schlagen. Das ist das Problem. Samstag Osnabrück, noch nicht fertig. Wäre ein schöner Tag, um 3 Punkte mitzunehmen. Es geht ja auch noch um Tabelle. Also Platz 15 wäre ja auch nicht so ideal. DFB-Pokal-Auslosung, ne? Bis im Amateur-Topf sind ja einige Sachen. Und am Samstag, 4. Mai, ist ja auch der 120. Geburtstag. Ja. Das FC Schalke 04. Genau. Könnte man ja mit einem Sieg und dem Klassenerhalt dann sicher... Das wäre ein schönes Geburtstagsgeschenk für FC Schalke 04. Aber da musst du viel tun. Egal, wir trinken trotzdem einen auf 120 Jahre, ist doch super. Vielleicht noch ein Wort, weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ein gebürtiger Gelsenkirchener ist freigestellt worden wie in Wiesbaden, Markus Kaczynski, den haben sie gestern nach dem Spiel entlassen. Ah, ich sehe in verdutzte Gesichter. Habt ihr schon mal Kontakt gehabt zu ihm? Ja, Markus Kaczynski ist ein gebürtiger Gelsenkirchener. Ja, ich habe gute Erinnerungen, weil ich habe zu meiner aktiven Zeit in Bochum die Jugend von der Eintracht Gelsenkirchen, wo mein Sohn gespielt hat, trainiert, da war Markus Kaczynski Kapitän. Ja, und ich meine, der hat immer, wo er Trainer war, gute Arbeit geleistet. Aber es sind auch solche Vereine, da ist es ganz, ganz schwierig. Ein Spitzenverein hat er noch nicht trainiert und es schadet ja eigentlich vielen. Tja, so ist Fußball. So ist Fußball. Gut, dann lassen wir das so stehen. Wir freuen uns auf nächste Woche. Dann feiern wir euren Geburtstag nochmal nach. Ein bisschen. Und ja, vielen Dank und Glück auf. Glück auf, ja, René. Ja, gläst du mit dann.